Bambus hat was ganz Besonderes. Er hat also schon eine bestimmte Ruhe, die ausstrahlt, wenn man mittendrin ist, das Rauschen vom Bambus. Man kann also sich einen Platz, einen Ruhepunkt finden. Er hat, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, er ist gleich, die Blätter sind gleich, die sind doch schon unterschiedliche Halme, unterschiedliche Länge, unterschiedliche Größe. Also er wächst deutlich schneller als viele andere. Weil man sieht wirklich was wachsen, schnell wachsen. In der Wachstumsphase, sagt Dieter Heinemann, schaffen einige seiner Arten sogar 50 cm am Tag. Auch der Zickzack-Bambus ist so eine Powerpflanze. Aus dem Bild kann man es ganz gut sehen. Vor gut 2 Jahren habe ich den so gepflanzt. Das ist diese Fläche hier. Schon in diesem Frühjahr war er jetzt auf dieser Größe. Und hier ist er bestimmt noch mal 1,5 Meter in diesem Jahr dazugekommen. Das heißt also, die Größe bei 5 Metern innerhalb von 2 Jahren. Hainbildender Bambus wächst auch unter der Erde schnell. Das muss man wissen und auf die Rhizome vorbereitet sein. Also die haben schon eine gewisse Kraft und die würden sich jede Fuge, jeden Ritz ausnutzen und würden dort versuchen zu entweichen. Deswegen gibt es also auch vorgesehene Folien, die würden sozusagen an einer bestimmten Stelle so verschraubt werden, damit die nicht ausbüchsen können. Keine Angriffsmöglichkeit, keine Fluchtmöglichkeit für den Rhizom, der da raus möchte. Wer mit Bambus gärtnern will, sollte wissen, alle Phyllostachys-Arten bilden Rhizome aus, die sich rasenförmig ausbreiten, also Haine bilden. Hier wächst in dem Fall die Rhizomspitze weiter an verschiedenen Stellen in alle Richtungen, bildet kleine Wurzeln und kommt an verschiedenen Stellen dann neu als neuer Spross raus. Wer sich diesen Stress ersparen will, sollte zu Fargesienarten greifen, denn sie bilden keine Ausläufer, sondern Horste. 18 dieser Arten hat Dieter Heinemann in seinem Garten zusammengetragen. Beim horstbildenden Bambus ist es doch übersichtlich. Man hat also die Sicherheit, dass es natürlich auch Rhizome gibt, aber die Rhizome bilden immer einen Halm. Solche Arten wachsen zwar nach oben, bleiben aber am Fleck. Das ist ein Berglandbambus, Fargesia Highland. Steht jetzt etwa 6 Jahre hier auf dem Punkt. Hat sich hier immer herausgeschoben, eine teleskopartige Verlängerung sozusagen. Aber er hat noch nicht dieses große Pflanzloch wirklich überschritten. Das ist also die ideale Form für einen Kleingarten oder normalen Garten, also für weniger Platz, wo man also wirklich einen schönen, denke ich, sehenswerten Bambus bekommen kann, ohne die Angst haben zu müssen, wo er vielleicht später in ein paar Jahren auftaucht. Wenn man das berücksichtigt, und das zeigt ja der Garten von Dietmar Heinemann, muss man wirklich keine Angst vor Bambus haben.